Ja, schon wieder. Der ist schon wieder da. Hallo, Icke, euer Peter. Guten Tag. So, im letzten Video hat euch ja gesagt, dass ich da was bestellt hatte. Eine Lok. Taurus. Oder E64. Je nachdem, wie man es will. Soll morgen kommen. War halt schon da. DHL macht's möglich. Schon nicht an. Ah, naja. Kommt schon mal vor. Dann war ja auch mein Lieblingszusteller da. Der bringt ja immer bis zur Tür. Andere geben das irgendwo ab, obwohl man zu Hause ist. Jo, wir tun das mal öffnen hier, das Paket. Einige sagen ja da richtig Unboxing, Unboxing. Ich bin Deutscher, bei mir heißt das Auspacken. Machen wir jetzt. Schnipp, schnipp. Steht oben mein Paket, da steht drauf. Und wie immer. Feuerwerkskörper. Klappert hier ein bisschen. Wir haben einen Nikola. NEM 652. Und eine Lok von Pico. Und noch ein bisschen. Dämmmaterial und ein Lieferschein. Das werden wir wieder abheften. Bei mir werden Einstellungen für das Modell war immer abgeheftet. So. Holen wir sie doch mal raus. So. Achso, die ist ja wieder 1000 Mal verklebt. Oder auch doch. Ja. Schon da denkt, aber euch wundert, warum ich immer so merkwürdig gucke. Ich habe hier eine neue Beleuchtung. Und das blendet. Knack und back. Ja, wie geht's auf? So, irgendwie zugeklebt. Ja. Alles transportsicher gemacht. So. Da ist er. Bin zwar nicht bei der Sparerbank, aber die hat mir gefallen. Sehr schön. Dann wollt ihr erstmal wieder einpacken. Ihr seht ihr ja nicht. Ja, mal ein bisschen ranfahren. Ich hoffe, dass meine Kamera heute wieder mal mitspielt. Da ist er. So, die ist ja noch analog. Analog, darum ist wir hier den Decoder bestellt. Den Sound wird es ja nicht kriegen. Ich habe ein paar E-Logs mit Sound, das reicht. So, Karton zu. Ab hier liegt. Was brauchen wir dazu? Das war das hier. Was soll man nehmen? Was soll man hier kriegen?
Das brauchen wir. Kennt ihr ja bestimmt, ne? Mein neuer Armreifen. Freundschaftsband. So, machen wir es mal auf. Ja. Dazu müssen wir die Puffer abziehen. Bei den Taurus hat man immer das Problem, wenn man die Magnetkupplung ranmacht, sind die Pufferabstände zu eng. Aber da gibt es ja bei PO eine Verlängerung. Extra für diese Lok. Aber die muss man am Wagen ranmachen, weil das sonst nicht geht. Immer noch dasselbe Muster wie vor 100 Jahren. Hm. Ja, hier könnte man schön... Ja, wo bist du denn? Hier kann man schön so den Decoder verstauen. Oder eben einen Lautsprecher. Aber immer noch mit diesen Glühlämpchen hier. Hm. Könnte Pico ja vielleicht auch schon mal LEDs einbauen. Mal ein 1000 Meter Kabel. Wozu? Damit kannst du die ganze Lok entwickeln. So, nehmen wir mal den Brückenstecker raus hier. Ja, den packen wir dann in den Karton von der Lok wieder hin. Den sollte man aufheben. Kann ja sein, dass mal die Lok nicht fährt. Dann kann man auf analog dann testen, ob der Decoder im Eimer ist oder die Lok. Meistens sind der Decoder im Eimer. Im Eimer. So, was haben wir hier? Auch wieder mit 1000 Meter Kabel. Wir sind mit denen. NEM651, da gibt es ja Direktstecker. Also die man ohne Kabel daran macht. Aber der 52, die haben alle diesen 100 Meter Kabel dran. Ist ja schon mal wie ein Paket Wurst. Damit. Hm. Na, wo bist du da? Ja, die Cola ist kleiner wie der Stecker. Hm. Es werden auch immer mehr. So, 1, 2, 3. Nehmen wir doch mal an, dass der so rum kommt. Sieht er das überhaupt? Ja.
aufpassen, dass man die Stifte nicht verbiegt. So, dann zwirbeln wir das wieder hier zusammen. Legen die Kohle auch gleich da durch. Meine Fresse. Eins, zwei, da fehlt noch jemand. Oh Mann. Drei. Das hält natürlich nicht mehr. Ja. So, dann wollen wir mal sehen, ob das richtig rum war. Immer schön aufpassen mit der Isolierung. So, die sind ja hier am Kabelende nicht isoliert. So, wir müssen mal ein bisschen höher hier. Zu meinem Programmiergleis. Ich werde es jetzt nicht programmieren, ich lasse die erstmal auf der 3. Klacken tut es schon mal. Ja. So, Licht geht hoch. Und es fährt. Schon wieder unsauber, wa? Hallo. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Perfekt. Ausschalten. Und runter. So, jetzt komme ich mal wieder ins Spiel. Gigabart. Gute Weihnachten. Ja, ich hätte jetzt Führerstandsbeleuchtung noch einmal. Führerstandsbeleuchtung. Und was machen wir noch weiter? Nichts. Ich baue das jetzt alles ein und baue das zusammen. Löten und so ein Quatsch, wollte euch ja nicht zeigen. Kennt jeder. Jo, bis nachher. Ha, bevor ich es vergesse. Ich hatte da für den ICE3, habe ich mir noch diese neuen Kupplungsstifte bestellt. Ja, die sind urgekommen. Zeige ich euch mal, liegt hier bei meiner Ablage noch. Ja. Da sind sie. Also das ist so eine kleine Tüte. Fünf Stück waren. 1, 2, 3, 4, 5. Die alten, die da noch im ICE drin sind, da ist diese Legierung drauf schon total abgerubbelt. Das heißt, wenn ihr um die Kurve fährt, bleibt ihr manchmal stehen, weil er keine Kontakte mehr kriegt. So, also das ist, wie gesagt, diese kleine Tüte. Das kleine Ding hier. Inklusive Rechnung. Kann man ja falten. Ja, kann man falten, ja. Kam. Nein, oder? Es poltert nochmal. In den kleinen Karton. Mein kleines Kartönchen für so eine kleine Tüte. So weit drin, weiter nichts. Ja, vielleicht kann Tilling auch mal
entweder kleine Kartons nehmen oder könnte man ja in so einen Postsendung drin machen. Das ist wie ein Briefkuvert, wo ist das da drin gepolstert ist. Gibt ja einige Versandhäuser, die das machen. Die liegen jetzt schon über 14 Tage hier rum. Oder eine Woche. Wo ich das Video gemacht hatte mit dem ICE, da waren noch die alten dran. Jetzt sind die neuen dran. Jetzt beugt das mal hier und dann sehen wir uns.